wissen ja, wofür das ist. Ja, das wissen wir. Bloß schade, dass keiner unserer Zuschauer weiß, wovon wir reden. Blendest das hier ein? Nein, werde ich nicht. Wir haben noch nicht mal wirklich die Episode begonnen. Hi, wir spielen Rayman 2, ein Spiel aus unserer Kindheit. und wir haben 1000 Softwares installiert, um das so am PC spielen zu können, wie es jetzt läuft. Wir sitzen jetzt schon seit circa 3 Stunden oder sogar mehr sitzen wir hier rum und versuchen, dieses Spiel zum Laufen zu bringen. Und Chris hat es endlich geschafft. Auf der Auflösung, ich esse Schokolade, aber es ist nice. Du weißt doch, dass es sich nicht gehört für einen YouTuber, der Spiele spielt, gleichzeitig was zu essen. Das ist nicht gerade eine gute Manier. Mir egal, was die Normen sagen. Ich habe nicht von Norman geredet. Norman ist cool drauf. Lieber Rayman. Okay, ich mache schon mal ein New Game. Wir haben nämlich jetzt auch unseren Controller. Ich überlege, was ich hier... BB-1? Save successfully. Ja, BB-1. Ach komm schon, wenigstens Ray oder so. Du hast der Balken oben weniger als unten. Das war immer so, ne? Ja. Ich glaube, ja. Ja, jedenfalls, dass wir das so auf 1080p... Chris, wir müssen vorlesen. Nee. Doch. Ja, lies vor. A planet of anguish and pain, haunted... Wir haben es auf Englisch gestellt. Ja. A dark place teeming with fierce monsters. Nothing can stop them now that they've captured you. Brauche ich mein Wasser? Ich habe keine Ahnung. They've taken everything and reduced our people to slaves. The robots search for innocent prey. Ja, einfach skippen. Und wir freuen uns jetzt schon die ganze Zeit, dieses Spiel zu spielen. Und es war schrecklich, es die ganze Zeit nicht spielen zu können, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ja, aber jetzt endlich 1080p. Dieses Spiel ist für uns beide... Unsere Kindheit. Aber das Gute ist, es ist bei mir schon so lange her, dass ich kaum noch Erinnerungen an das Spiel habe. Bei mir ist es gar nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, wann ich es zuerst gespielt habe, aber es ist nicht extrem lange her. Ich mach mal ein bisschen lauter. Ja. Aber warte, mach nicht da lauter, mach am PC lauter. Okay. So. Warum? Weil das dann besser ist, als wenn man eine leise Quelle über ein externes Ding lauter macht und so weiter. Eine Geschichte. You know, Globox, I think this might be the end. No. Yes. Warum bin ich Globox? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre lieber Globox. Aber wie wäre es, wenn Globox einfach nur noch ein Wort Antworten gibt? Globox, so. We are saved. Yes. Alter, es ist... Oh, so eine Arbeit gewesen, das auf dieser Resolution spielen zu können. Ja. Du kannst ja irgendwie einen Stream machen und sagen und... Ein Tutorial. Ja, mach ein Tutorial für Leute, die... Weil es ist spezifisch für dieses Spiel gerade alles gemacht. Ja, aber obwohl das auch auf andere anwendbar ist. Also bis auf ein paar Widescreen-Fixes und so. Also hier Chris, ist... Warte, ich kann Lobox nicht reden. Will essen, Chris. Hier ist Laser. Das ist böse. Geh rein. Ist mich. Geh rein. Ich also nicht in Globox, wie in den Laser. Ist. Chris, wir wollen hier nicht mit War anfangen. Mit was? Warte, du kennst nicht War? V-O-R-E. Das ist ein... Gore. Ja, es ist so ähnlich. Bloß, das ist nicht... Es ist nicht, dass Leute es mögen, wenn Sachen irgendwie zerfetzt werden und so, also Menschen zerfetzt werden, sondern... Hast du schon mal auf DeviantArt diese Fanarts gesehen mit den Leuten, die andere Leute gegessen haben? Wo die Leute dann im Bauch drin waren? Das ist War! Weil manche Leute finden es relativ ansprechend, wenn, wenn sie von anderen Menschen gegessen werden. Oh Mann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel davon ironisch ist. Und wie viel davon ernst gemeint ist. Ja, das will man vielleicht noch gar nicht wissen. Übrigens spiele ich gerade. Ja, es stört mich ein bisschen, weil ich würde es gerne spielen. Aber du hast es länger nicht gespielt, also gebe ich dir den Vortritt.
Fest. Gott, ich liebe Rayman. Sowohl das Spiel als auch die Person. Rayman ist so der etwas coolere, also ich weiß nicht, Sonic und Rayman sind sich sehr ähnlich vom Verhalten her. Ja, schon. So, beide haben dieses cocky Attitude. Oh, darf ich ihn sprechen? Ja. Warte, okay. Warte. Oh Gott, spreche ich ihn in Rayman 3 oder Rayman 2? Das weiß ich gerade nicht. Hi Rayman! Glad to see that you escaped! Wie geht's weiter? Können wir in Options nicht vielleicht die Sprache... Warte, wie geht's... Ja... Sound... Nein! Nein! Abandon. Wollen wir vielleicht kurz abandonen? Ja, wir abandonen kurz. Ja, Leute, wir abandonen. Weil die Sache ist, ich würde es gerne auf Englisch spielen. Sehr gerne, aber wir sind Espasol. Hier... Wir machen hier... Ja, Espasol. Ich kapier's immer noch nicht. Wo ist das Ende? Deutsch. Lütschen. Er kann... Irgendwas stimmt mit dem Fontpack nicht. Hast du... Oh ja, ist jetzt auf Deutsch. Weiter mit Ender, ja. Genau. Oh. Jesus. Aber jetzt kann ich skippen. Also, okay. Was war War nochmal? Ich will nicht nochmal über War reden. War ist kein tolles Thema. Und jetzt habe ich den am Anfang nicht eingesammelt. Na egal, mein Leben ist eh voll. Auch wenn ich nicht, oder ich weiß, ich will einfach nicht über War reden, weil einerseits will ich nicht King shame, andererseits ist es schon fucking weird. Komm da! Ja, das bist echt eher du. Ja, ich bin Glowbox. Ja, stimmt, du bist eher Rayman und ich bin Glowbox. Das haben sie gar nicht übersetzt, das Opa. Opa? Ja, dann der Opa! Opa! Geschrieben. Ich find's übrigens toll, dass du meinen Computer momentan als Fußlehne benutzt. Ja. Oh! Hi Rayman! Gut, dass du geflogen bist. Nee, ich flüsse ihn. Ich bin Murphy! Ich bin hier, um dich zu leiten! Siehst du den Stein rechts neben uns? Ah, mein Hals tut weh! Ein magischer Stein, der deine Gedanken liest. Wenn du Hilfe brauchst, geh zu den Steinen. Und ich werde sofort in deinem Geist erscheinen. Wenn dich meine Tipps verwirren, bleibe beim Stein und halte F1 gedrückt. Ich erscheine und gebe weitere Anweisung. Oh Gott, Jesus. Oh. Oh, meine Stimme tut weh. Space zum Schießen. Ja, warte, drücken jetzt mach mal mit dem Dingens, mit dem Kamerapad nach vorne. Oh, nee, es klappt nicht. Drück mal. Mach. Ja, das ist F1, aber das haben wir nicht festgelegt. Ah, okay. Oh, wie strafest du? Gute Frage. Du bist gerade gestrafed. Bin ich? Ja. Halt mal irgendwie. Ranzoomen und dann zur Seite. Oh nein, das müssen wir umändern. Hä, warum? Das ist schrecklich. Mit einem Stick sowas zu triggern? Hä, ich finde das ganz... Echt? Aber ja, die Sache ist, du willst dann ja noch schießen. Irgendwie. Ja. Ich hasse dich, ja. Ja. Chris, nein, die Steuerung ist jetzt exakt... Chris ist der Meinung, dass man in einem Plattformer... Nein, ich bin nicht in der Meinung, dass man in einem Plattformer spielt. Das ist einfach nur die Steuerung, die ich von der PlayStation so gewöhnt bin. Ja, aber man schießt... Das ist... Nein, das ist böse. Du sprichst ja jetzt nicht, okay. Er hat irgendwas mit J gesagt. Jetzt müssen wir gucken, was das macht. Irgendwas mit J. Ach, die Display-Anzeige. Oh Gott, das wird so anstrengend für mich, so zu steuern. Ach, komm. Aber ich werde mich dann gewöhnen. Ja, ich bin halt jemand, der mit A und B steuert und nicht mit A und Schultertaste. Oh, ich finde das so toll, das ist so ein toller Throwback zu Rayman 1. Q, E und Ende, ja. Ich habe den Boss immer geliebt. Q, E, ja, das bringt uns eh nichts. Aber ist, ach, Ende ist auch Kammer. Ende? Also, Escape? Nee, Ende, es gibt eine Ende-Taste. Was ist die Ende-Taste? Hier oben. Die... Was macht die? Keine Ahnung, die zoomt irgendwie komisch ran. Ah, okay. Hast du schon mal die Kamera versucht, wie die sich steuern lässt? Ja, gut. Oh, nice. Ja, bloß ein wichtiger... Was auch interessant ist, weil vielleicht muss man die Kamera irgendwann mal steuern, während man straft.
was dann nicht klappt. Ja, hey, aber das ist ja generell auch im Game, Bro. Ist auch ach ja, stimmt. Strafen ist ja immer kamerazentriert. Ja. Nice, das ist okay. So eben. Okay, gut. Das habe ich vorher nicht aufgepasst, was ich getan habe. Echt nicht? Ui. Da vorne sind Glowbox-Babys! Nein. Du bist ein Noob. Ich habe schon wieder irgendeinen Buchstaben konnte, der nicht anzeigen. Aber gut. Ach, Bro, Alter, was geht? ich liebe es. Willst du dir nicht den Loom erst holen? Ja. Wieso gehst du dann immer wieder hoch, wenn du ihn dir holen häng willst? Häng dich an immer Mützchen am Ende. Du musst auch flüstern. Nee. Murphy flüstert im zweiten Teil. Im dritten Teil klingt er um einiges nerviger. Fuck off. Ich find's witzig, dass die einem gar nichts antun. So, das wirkt fast so, als wäre Raymond von Raymond 1 zu Raymond 2 so richtig stark geworden. Ich glaube, das hast du mir sogar so mal gesagt. Echt? Also, dass du, da haben, genau über das haben wir schon mal geredet. Bloß als, nicht als wir es gespielt haben, weil wir es vorher noch nie gespielt haben, aber... Also doch, wir haben es einmal gespielt im BIP. Ja, oder aber das war so ein PlayStation-Emulator, der ziemlich crappy war. Kann es sein, dass wir nicht... Dass irgendwie nicht... Weil du läufst auch so langsam. Kann es sein, dass der das nicht stark genug aufnimmt? Aber nee, das ist ja eine Taste. Ja. Ja, das ist eigentlich alles schnell genug, aber warum fällt dir der Sprung so schwer? Das ist hier gerade nur richtig technical. Oh, vielleicht liegt es daran, dass du mit dem Finger einen weiteren... Ach nee, okay, gut, ich hör auf rumzumeckern, okay? Ich hör auf, über den Schussbutton rumzumeckern, weil ich hatte gerade wieder Unrecht. Thank you.